So, meine lieben Damen und Herren, liebe Gäste, es freut mich sehr, hier heute einen Vortrag zu halten mit dem Titel Fernuniversität der Zukunft. Und ich spreche in diesem Beitrag als Mediendidaktiker und Forscher und ich beschäftige mich normalerweise mit Instruktionsentwurf, also das systematische Erstellen von Lernsituationen, Lernmaterialien, sodass Sie wissen, woher diese Inhalte, dieser Vortrag kommt. Ich spreche also nicht als Prorektor für Digitalisierung, das muss ich dann auch kurz dazu sagen, also frei von Politik und also mit Inhalten aus den Bildungswissenschaften. Naja, hier ist der Pointer. Fernunterricht, das heißt, unabhängig von Ort und Zeit, flexibel studieren und mit vielen Medieninhalten. Das können Sie sich vielleicht erinnern, vielleicht studieren Sie selber an der Fernuni. Früher hatten wir selbst Fernsehsendungen im WDR und haben wir Videobänder verschickt und CDs und das eigentlich schon seit 40 Jahren. Heute machen wir natürlich fast alles online. Und Fernunterricht in Hagen speziell wird schon über 40 Jahre unterstützt mit Präsenzlehre vor Ort. Also Regionalzentren haben wir durch Deutschland und Österreich. Und wie es so häufig so ist, wenn man lange genug wartet, wird man von selbst wieder modern und auch ein bisschen Vorreiter. Mal sehen. Das ist die nächste Folie. Ah ja, denn the next big thing is blended learning. Präsenzlehre gemischt mit Online-Lehre, stark individualisiert und natürlich sehr flexibel, das haben Sie heute schon gehört. Und Forschungsergebnisse zeigen eigentlich, dass traditionelle Lehre und auch ein traditionelles Studium in der heutigen modernen Gesellschaft eigentlich sehr viele Nachteile hat. Aber Forschungsergebnisse zeigen auch, dass E-Learning und Online-Lehre, nur E-Learning und Online-Lehre, auch sehr viele Nachteile beinhaltet. Also Blended Learning ist dann die Kombination, das Beste von allem. Also Flexibilität, Modernität, personalisiert mit neuen Medien, ohne dass der Studierende eigentlich Theorie in einer Blase lernt und da Theorie lernt, die er eigentlich am Arbeitsplatz nur noch bedingt gebrauchen kann. Ja, ja, wenn es alles nur so einfach wäre, wenn es so einfach wäre, um ein paar strukturelle und organisatorische Merkmale zu mischen und uns dann gut vorbereitet zu fühlen auf die Zukunft, so einfach ist es eigentlich nicht. Leider wird das nicht reichen. Mein wichtigster Punkt in diesen 9,5 Minuten ist eigentlich, dass wir Hochschullehrende eine neue Didaktik brauchen, ein neues didaktisches Repertoire. Und, da komme ich später drauf, auch wahrscheinlich etwas mehr Selbstreflexion. Denn das Wichtige ist, das Allerwichtigste, was Sie heute gehört haben, ist, dass das Studium der Zukunft eigentlich neu ausgerichtet werden soll. Wir Lehrenden arbeiten zurzeit mit altmodischen Ideen, eine veraltete Didaktik, und sind mit oder neue Technologien nicht auf die Zukunft vorbereitet. Sie brauchen Beweise, das ist so einfach, hohe Abbrecherquoten, kaum motivierte Studierende und eine riesige Anzahl an Alternativen und Konkurrenz eigentlich in unserem Bildungsbereich. Und einer der größten Probleme, wir bereiten unsere Studierende nicht auf einen Platz in der modernen Gesellschaft vor. Der Anschluss an den Arbeitsmarkt und der Gesellschaft ist nicht gut. Transfer, das wird im akademischen Bereich eigentlich viel zu wenig beachtet. Fakt, viele Beschwerden von Studierenden und viele Beschwerden auch von Firmen. Die Firmen, die es sich leisten können, öffnen eigene Uni, oft Corporate University genannt. Das kennen Sie vielleicht. Und in Amerika haben gerade diese Unis jetzt schon mehr Absolventinnen und Absolventen als normale Unis. Und es ist eine sehr, sehr große Ehre, um beim Google, auf dem Googleplex Campus zu studieren. Vielleicht ist es jetzt schon eine etwas mehr und größere Ehre, bei Google zu studieren, als an einer Ivy League University. Fachhochschulen machen es vielleicht insgesamt etwas besser, aber auch Universitäten sollten gerade mit Beschäftigungsfähigkeit ihrer Studierenden sich beschäftigen, also Beschäftigungsfähigkeit in den Augen halten. Denn nur die Unis, die das für wichtig achten, haben eine Zukunft. Die Gesellschaft der Zukunft, und das haben Sie auch heute gehört, wird stark die Beschäftigungsfähigkeit, auf Englisch Employability, bewerten. Denn der Mensch, der bekommt natürlich sehr, sehr viel Konkurrenz in Zukunft auf einen Arbeitsmarkt, der sich auch noch ändert. Ich bin sehr konservativ und schätze, dass innerhalb von 10 bis 15 Jahre Robots viel Arbeit übernehmen werden. Sie haben es vielleicht auch schon mal gelesen, die Polizei in Dubai hat jetzt schon einen Robotpolizisten.
Haben Sie es gesehen im Fernsehen? Eine Bank in Finnland hat jetzt schon 40 Leute gekündigt und die Arbeit im virtuellen Kundencenter der Bank einen Roboter überlassen. Das ist alles sehr weit weg, das betrifft uns nicht. Das Lehrgebiet, mein Lehrgebiet Mediendidaktik, setzt ab dem 1. April einen virtuellen Roboter ein, um Studierende Feedback zu geben auf ihre Fragen an der Fernuni. Eine Kanzlei in New York bietet juristische Unterstützung über einen intelligenten Roboter auf ihrer Webseite. Und das sieht alles sehr, sehr simpel aus, aber ist sehr hochwertig und intelligent. Und, das ist das Problem, übernimmt die Arbeit von Juristinnen und Juristen. Also auswendig gelernte Fakten haben in Zukunft zu wenig Mehrwert und werden in Zukunft nicht mehr ausreichen, um überhaupt eine Stelle zu bekommen. Und was bieten wir an? Genau. Nach meiner Meinung sollten wir uns davon bewusst werden, dass wir im Zeitalter des Konnektivismus leben. Alles ist mit allem vernetzt, habe ich heute auch schon ein bisschen gehört. Und wir haben immer mehr ein Gerät zur Verfügung, ein Gerät, das uns beraten und informieren kann. Aus der Philosophie kommt der Begriff die Extended Mind. In meinem Bereich der Bildungswissenschaften wollen wir eigentlich damit ganz einfach sagen, dass viele Informationen nicht mehr im Menschen stecken, sondern in Geräten oder selbst in Roboter. Es muss trotzdem gelernt werden, wie man damit erfolgreich umgeht. Naja, selbstreguliertes, kompetenzorientiertes, handlungsorientiertes und vernetztes Lernen passen zu der Zukunft und zu diesem Paradigma. Wir brauchen eine Didaktik, die Zusammenarbeit, Problemlösen und Interdisziplinarität fördert. Lehrende müssen schnell Feedback geben und ihre Didaktik und Instruktion kontinuierlich verbessern. Die Lehrenden und Lehrenden müssen blended nicht als eine logistische Frage sehen, also Studienbriefe, Regionalzentren und elektronische Lernumgebung, so wie wir das in Hagen haben. Nein, blended ist eigentlich eine didaktische Fragestellung. Wie sieht ein passender Mix von Lernkonzepten und Medien aus? Wie kann ich Studierende Struktur bieten und helfen, persönliche Lernziele zu erreichen? Dafür brauchen Lehrende und Studierende viel mehr Einsicht. Learner Analytics, um evidence-informed das Studium zu verbessern. Und Studierende brauchen Dashboards, die Feedback anbieten und den Fortschritt zeigen. Aber das alles ist ja in Deutschland sehr, sehr beschränkt erlaubt, dank Datenschutz. Wahrscheinlich steckt da noch etwas zu viel Risk in Zeit. Da habe ich die Folie zu schnell, ja. Ich denke, dass wir im Bildungsbereich viel mehr riskieren sollten und viel mehr experimentieren sollten. So wie eigentlich früher mal diese Reformschulen und jetzt eigentlich noch, können wir jedoch auch Reformstudiengänge starten. Zukünftig könnten wir interdisziplinäre Reformstudiengänge, das könnte eigentlich eine Antwort sein auf große gesellschaftliche Herausforderungen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel interdisziplinärer Studiengang Gesundheit mit einem Mix aus den Studiengängen Biologie, Psychologie, Medizin. Und interdisziplinäre Studiengänge wären dann auch ein bisschen gelöst vom Fach, vom Druck der Kolleginnen und Kollegen und vielleicht auch ein bisschen von der Fachgesellschaft. Also ein Blick in der Zukunft. Fernstudium der Zukunft heißt, Lehrende und Lernende haben eine gemeinsame Verantwortlichkeit. Motivation ist der Treiber für eine gute Lehre. Und diese Lehre sollte eigentlich herausfordernd sein, sollte Spaß machen, denken Sie mal an Gamifizierung. Und das Wichtigste müsste eigentlich einen Mehrwert für die Gesellschaft haben. MOOCs, Hackathons, Barcamps, alles moderne didaktische Experimente, womit viel experimentiert werden sollte. Noch viel mehr als jetzt, um das bestehende didaktische Repertoire zu verbessern und auch zu erweitern. Wir bekommen als Fernuniversitäten, Open Universities, viel mehr Konkurrenz in Zukunft. Lebenslang Lernen durch Fernlehre ist und wird immer mehr nachgefragt. Wir bekommen Konkurrenz von staatlichen, aber auch sehr viel von natürlich kommerziellen Anbietern, sogenannte Educational Providers wie edX zum Beispiel. Die Hochschulen werden die Hoheit der Wissensvermittlung verlieren und haben sie eigentlich schon verloren. Wir sollten ganz einfach lernen, mit neuen Problemen umzugehen. Datenschutz, Plagiate. Aber mit Sicherheit brauchen wir als Hochschulen neue Akkreditierungsstandards.
Stichwort Lernumgebung. Viele Hochschulen sind stolz darauf, eine Lernplattform zu haben. Wir haben in Hagen Moodle. Wir werden in Zukunft uns wegbewegen von nur einem LMS. Es werden multiple Plattforms sein. Wir könnten uns auch fragen, in Deutschland, das Zwei-Semester-System, passt das noch so gut zu kontinuierliches Lernen? Und wie wir in der EU jetzt gerade mit Short-Learning-Programms beschäftigt sind? Wir sollten auch mehr zusammenarbeiten mit anderen. Genau wie wir eigentlich schon immer in der Forschung machen, müssen wir das auch in der Lehre tun. Studiengänge anbieten mit und von mehreren Providern. Andere Hochschulen, aber das kann auch edX sein oder Coursera in Zusammenarbeit. Also wenn ich träume und ich sehe die Fernuniversität der Zukunft, wird das ein Treffpunkt sein von lebenslang Lernenden. Und die Fernuni, die bietet dann qualitativ hochwertige wissenschaftliche Lehre an, welche stärkt nachgefragt ist, weil sie Flexibilität bietet, Kreativität bietet und das Wichtigste, wo Studierende gelernt bekommen, wie große gesellschaftliche Herausforderungen wissenschaftlich angegangen werden. Und wie Sie wissen, ist, man kann die Zukunft eigentlich am besten voraussagen, wenn man sie selbst gestaltet. Das ist mein Impuls. Danke. Ja, vielen Dank. Jetzt kommen wir sozusagen wieder in die Aktion, ja, nachdem wir der Ball ist wieder bei den Hochschulen, also auch diese Zukunft institutionell zu gestalten. Ich habe aus den Chats eine Frage, die hat sich bezogen auf Prüfungen. All das, was wir hier diskutieren zur Digitalisierung, wie weit schlägt sich das nieder im Prüfungswesen? Was gibt es da für Ideen? Wie könnte das zukünftig aussehen? Ja, wenn wir anfangen schon bei anderen Inhalten, werden auch andere Prüfungsformen wichtig werden. Also mehr also kompetenzorientiert prüfen, also mehr E-Assessment und so weiter, moderneres Prüfen. Also das Klausurschreiben wird nicht mehr reichen. Und wir wissen alle, dass im Hochschulsektor das sehr viel geprüft wird, Klausuren zu schreiben. Mhm. Also andere Inhalte, andere Ziele, also auch in andere Form von Prüfen. Ja, also ich halte die Frage auch für ganz wichtig, weil letztlich das ganze Lerngeschehen durchs Prüfungsgeschehen ja gesteuert wird. Und eigentlich müsste man dort anfangen, ja, dann wird sich... Aber die Verbindung wird noch selten gesehen. Frau Oewel, Sie sind eine Expertin für E-Assessments oder haben sich das ja verdient gemacht. Wie ist da Ihre, da war so ein quasi wichtiges Pilotprojekt, was kann man da eigentlich machen? Wie würden Sie das heute sehen? Wird sich da schnell was bewegen oder ist das schwierig? Also so ganz schnell werden wir da, glaube ich, nicht werden. Auf der Überholspur werden wir dann nicht sein. Wir sehen eben gerade Experimente oder da, wo es viel ist, sind eher standardisierte Prüfungen, eher Multiple-Choice-orientierte Prüfungen, eher Wissensabfrageprüfungen. Genau, was wir nicht brauchen. Ja. Genau das, was eigentlich nicht die Zukunft ist, aber wo eben halt natürlich erstmal mit experimentiert wird, was auch von der Logik her klar ist, weil man quasi erstmal das, was man automatisieren kann, da geht es um diese Automatisierung, man will ersetzen und man will eine Arbeitserleichterung machen, das ist auch vollkommen okay, finde ich, für digital. Aber wenn man natürlich neue Werte oder neue Kompetenzen abfragen, prüfen, vermitteln erstmal und auch prüfen will, dann sind das, haben wir da noch ein gutes Stück zu gehen. Und da glaube ich tatsächlich, da wäre ein Diskurs darüber, weil das macht ja nun auch eine Hochschule aus, letztendlich eine Prüfung auch abzunehmen, zumindest heute noch ein Diskurs darüber, auch gerade hochschulübergreifend, weil das da sehr fächerspezifisch ist. Vielleicht ist es die Lehre noch nicht mal so stark, aber spätestens in der Prüfung und worum geht es uns eigentlich in den Fächern, das ist nun mal sehr fächerspezifisch. Und da sind wir auch in Deutschland noch nicht so weit. Da haben wir zwar die Fachdidaktiken, die sich vielleicht schon so ein bisschen austauschen, aber das über die Hochschulen hinaus nochmal zu beflügeln, das ergibt sich auch aus dem Projekt E-Assessment, dass das eigentlich der nächste Schritt sein sollte. Mhm. Wichtiger Punkt, auch Bündelung eben über die Hochschulen hinweg da, zum Thema Prüfungen. Hier. Rolf Granum, in der Tat, die Feststellung der erworbenen Kompetenz ist
Kern von allen Lernprozessen, ja auch an Hochschulen, wenn ich es dokumentieren will. Und auch hier glaube ich, also meine Meinung war schon immer, Klausuren muss man nicht automatisieren, sondern abschaffen, weil das eigentlich nicht eine Form von Kompetenznachweis ist, die man im Leben irgendwo so richtig braucht. Und dann muss ich aber wieder hingehen und das System in seinen Strukturen in sich in Frage stellen. Schon diese heilige Kuh der Einheit von Forschung und Lehre, die substanziell ja für Hochschulen ist, der lehrt, prüft auch. Da muss man mal fragen, ob das bei wirklich fortgeschrittenen, kompetenzorientierten Prüfungsverfahren überhaupt in der Breite der Hochschule so denkbar ist. Das erfordert ja ein ganz anderes didaktisches Repertoire bei den Lehrenden, da stimme ich Ihnen ja vollkommen zu, als das in sehr vielen Fachdisziplinen eigentlich über die Berufungsverfahren überhaupt und den Werdegang der Lehrenden überhaupt abgebildet wird. Da kann man sich verschiedene Lösungen suchen. Solange ich ja bei dem jetzigen Fachvertretungsprinzip bleibe, verstehe ich auch, dass ich das Ganze so Dinosaurier fand und dass man nicht von den überkommenen Methoden abkommen will, weil man es einfach auch anders vom Aufwand und von der eigenen Kompetenz nicht richtig hinbekommt. Und das sind eigentlich die Baustellen, die wir bearbeiten müssen. Genau. Und auch wir prüfen auch viel zu viel. Das ist auch nicht notwendig. Aber ich denke, die Perspektive auf Prüfen sollte sich ändern. Wir sehen Prüfen als eine Prüfung des Studierenden. Hat man gelernt, was ich will, dass sie lernen? Das wird nicht gesehen als auch eine Rückmeldung oder ein Feedback an den Lehrenden. Man könnte es auch sehen als eine Art von Evaluation. Habe ich didaktisch vermittelt oder habe ich die Studierenden so unterstützt, dass sie eigentlich ihre Lernziele erreicht haben? Aber das wollen wir Lehrenden ja überhaupt nicht wissen. Ja. Bevor wir jetzt zu schwarz werden. Jan Eden von der Uni Köln. Ist es denn auch denkbar oder halten Sie es für möglich, dass sich die Vermittlung von Wissen und die Überprüfung von Kompetenzen sich noch stärker entkoppelt? Ich nehme das Beispiel von VW eben. Wir nehmen jeden, der was kann und zertifizieren quasi selbst innerhalb der ersten 6 bis 8 Wochen, ob die Fähigkeiten tatsächlich da sind. Das könnte ja bedeuten, dass die Hochschulen sich darauf beschränken, so Mikroformate anzubieten und der Arbeitgeber prüft dann, ob das tatsächlich erfolgreich erworben wurde, das Wissen. Das hieße, dass die Prüfungen zunehmend weniger Bestandteil sind des akademischen Betriebs. Für mich noch schwer vorstellbar, aber glauben Sie, dass es in die Richtung gehen könnte? Ich hoffe es wenigstens, dass es so wird. Das Problem ist nur, wir müssen auch aufpassen, was man in Amerika dann auch sieht, ist, dass sehr, sehr kleine Aufgaben und Kompetenzen benötigt werden. Und Sie wissen, wie das System, das funktioniert anders als in Deutschland. Man braucht als Firma eine Kompetenz für ein paar Jahre, holt sich die Leute, die eigentlich schon fertig, fix und fertig vorbereitet sind. Und nach einigen Jahren braucht man andere Kompetenzen, gehen die raus und kommen neue fix und fertig auch. Da müssen wir natürlich auch für aufpassen, also dass wir nicht nur zu eng uns beschäftigen mit Kompetenzen und auch mit Prüfen und Schulungen. Aber ich finde grundsätzlich, dass das, so wie es jetzt ist, das Prüfungssystem und auch mit Zeugnissen und so weiter, das ist schon nicht für den modernen Alltag eigentlich passend. Aber ich glaube, dass die Aufgabe der Zertifizierung, stelle ich eigentlich Kompetenzen fest, wie erhebe ich sie, belege sie und bescheinige ich sie, das wird einfach eine ganz zentrale Aufgabe, die wir ernster nehmen müssen, weil da ein Stück Entkoppelung, kann man sagen, du kannst das überall machen, aber ich bin jetzt die qualitätsorientierte Einrichtung, die beurteilen kann und will, ob du das wirklich kannst. Vielleicht noch einen guten Hinweis. Es gibt in der EU aus Brüssel jetzt so eine Taskforce, Short Learning Programs, wo alle Fernuniversitäten, Open Universities in Europa sich zusammentun, um kürzere, kleinere Module, kürzere, kleine Angebote zu entwickeln und auch gegenseitig auszutauschen. Das kommt also, die Initiative kommt aus Brüssel. Die Fernuni macht da auch mit. Also es ändert sich schon ein bisschen. Wir hoffen natürlich, dass das Projekt läuft noch 3 Jahre, dass das auch dann danach erfolgreich weitergehen wird. Das ist immer die Frage natürlich bei geförderten Projekten. Eva Chen und Fernuniversität in Hagen, ich würde auch gerne, weil Sie hatten jetzt den Blick Arbeitgeber zertifizieren, was an Hochschulen gelernt wurde. Ich würde es nochmal umdrehen. Wie können wir Hochschulen nochmal zertifizieren, was Leute mitbringen im Sinne von Anrechnung? Und ich denke, auch da ist die Frage, wie kann man das besser lösen? Es ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass das mit der Anrechnung zwar an deutschen Hochschulen angekommen ist, aber dass es noch immer ein kleiner Anteil ist oder stärker im Bereich weiterbildender Studiengänge ist. Und insofern würde ich da auch nochmal sagen,
auch hier mit Blick auf die Digitalisierung zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es, dass man auch die Lernwege der Menschen, die an Hochschulen zurückkommen, stärker respektieren kann und sie dort ansetzen können, also sozusagen von dort, wo sie schon ansetzen können, was sie schon mitgebracht haben, sozusagen angerechnet und anerkannt haben. Ich denke, da tut sich viel, aber auch das mit Blick auf Digitalisierung nochmal zu verstärken. Ja. Gut. Eine Beobachtung, wir haben jetzt sehr stark über kleine Formate, Anrechnung, man braucht nicht mehr die langen Ausbildungen, Bildungen. Da würde ich nur eins dagegen halten, weil das hat sich durchgezogen, finde ich, bei allen Referenten und Referentinnen. Ich glaube, noch nie war das gute alte deutsche Bildungsideal im Sinne von Reflexionsfähigkeit, Orientierungswissen, Dinge einordnen können in einen Kontext gefragter. Ich glaube, den Teil gibt es ganz stark, diese Suche, was bedeutet das eigentlich alles? Und ich glaube, dass das auch eine wichtige hochschulische Aufgabe ist, aber muss das so machen, wie Frau Wagner, Sie das gesagt haben, ich muss die Prozesse kennen, ich muss diese gesellschaftlichen Phänomene kennen. Und dann erst kann ich dieses gute alte Bildungsideal auch wirklich zum Leben bringen. Aber ich fände es schade, wenn man Digitalisierung nur so versteht, als da gibt es dann am Schluss so kleine Wissenshäppchen und alle unsere doch auch guten Vorstellungen von Bildung haben sich ja übrig. Nein, im Gegenteil, sie werden ganz neu gefordert. Ein modernes didaktisches Repertoire, das ist wichtig, denn die Welt bewegt sich, die Gesellschaft ändert sich, die Erwartungshaltung von Studierenden ändert sich und wir brauchen ganz einfach neue Didaktik und viele Lehrenden arbeiten noch mit einer sehr veralteten Didaktik, alte Ideen, wie man Lehre machen soll. Es gibt so heutzutage zum Beispiel MOOCs, Hackathons, verschiedene neue Konzepte, damit sollten wir experimentieren, sodass wir daraus die besten Sachen destillieren und dann auch einsetzen in unsere grundständige Lehre. Lehrende müssen aber offen sein, um zu experimentieren und auch dieses Didaktische neu anzugehen, also sich weiterzubilden, könnte man sagen, in dieser Richtung. Und Selbstkritik oder Selbstreflexion, das ist sehr, sehr wichtig. Also wollen wir Lehrende wirklich wissen, ob jemand etwas gelernt hat? Nee, wir wollen wissen, ob jemand das gelernt hat, so wie wir das erwarten. Aber eigentlich könnte man auch sagen, ja, wir können Prüfungen und Evaluationen benutzen, um zu sehen, ob wir als Lehrende die Arbeit richtig machen und ob wir die Lernziele, die Studierenden sich wünschen, ob wir die in Zusammenarbeit mit denen erreicht haben.